Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kickstarter spielt Minecraft, dem Let's Play von Niederrhein, in dem der kleine Trottel sich jetzt mal wieder anziehen muss. Wobei, anziehen ist jetzt ein großes Wort dafür, ne? Das hier muss ja mal ganz, ganz dringend wieder poliert werden. So geht das doch nicht. Kekser, wie rennst du denn rum? Ja, vielleicht wäre dafür ein bisschen mehr Eisen sinnvoll. Wie viel Eisen haben wir noch? Okay, das ist jetzt nicht so viel. Und hier hatten wir noch ein paar Sachen drin. Das ist, wir sind hier noch am Aufräumen. Genau, das war's. Aufgeräumt haben wir. Haben wir mit angefangen. Wollten wir. Hier? Sollen wir hier aufräumen? Hier ist keiner zum Aufräumen, oder? Habt ihr jemanden gesehen, der aufräumen will? Nein, ach Quatsch, als wenn hier irgendjemand aufräumen wollte. Oh, schwebende Kisten. Ja, früher hatten wir schöne Bäume, heute haben wir schöne Kisten. Guck mal, da ist doch noch was drin. Ein paar Diamanten haben wir ja auch noch. Wobei, so richtig viel ist das nicht. Die Frage aller Fragen ist tatsächlich, wir brauchen mehr Eisen. Wir müssen definitiv Eisen haben. Hier oben finden wir nichts. Bei denen da drüben wahrscheinlich auch nicht. Da will nur eins. Wir essen vorher was. Genau. Das machen wir. Lass uns das hier eben kurz schnabbeln. Da war noch ein Skiffy. Ich habe den zwischendurch mal irgendwann da fallen lassen. Genau. Wer gut aufgepasst hat, weiß genau, wann das war. Nein. Da reden wir jetzt gar nicht drüber. Das wollen wir gar nicht so groß hochpushen hier. Na, das tun wir überhaupt nicht. Nein. Das war das. Das war jenes. Das war welches. Jetzt habe ich die Werkbank natürlich hier. Keine Reisewerkbank dabei. Ah, oh, Kekse, du bist ja wieder super vorbereitet. So, das können wir da rein. Das können wir. Ein bisschen wollen wir ja. Wir brauchen was zum Schambulieren. Davon haben wir genug. Das können wir auf Seite tun. Pass mal auf. Das da. Ein bisschen aufräumen. Das wollen wir zum Schnabulieren. Oh. Oh, pass auf, Kekse. Habe ich hier noch irgendwo was? Na, hier habe ich natürlich nur diese ganzen Armbrüste, ne? Keine einzigen Bögen hier zum Reparieren. Habe ich überall noch Spinnenfäden? Ich kann mir doch einfach einen Bogen craften. Was soll denn der Geist? Hatte ich nicht in der Kiste gerade... Ja, siehst du. Geht doch alles. Du musst nur wissen, wie. Na, als wenn du wüsstest, wie das hier geht. Na, Was denn? Warte mal. Einer von euch sollte noch ein bisschen was zu essen haben. Nein, das ist ja der Nadelshund hier von anderen Geig. Ja, genau. Du brauchst noch ein Namensschild. Da muss man für Kito noch ein Namensschild besorgen. Was machst du denn? Du sollst doch dahin. Was ist denn los mit dir, Kekser? Du weißt doch, wie das geht, oder? Mehr oder weniger. So, pass auf. Dann können wir das da und dann da und dann. So wäre das aber nichts. Das ist aber eine ganz böse Sache. Nee, so nicht. Das ist ja... Kekse, was hättest du es beinahe getan? Jetzt haben wir natürlich keinen Amboss. Und doch, natürlich haben wir einen Amboss. Guck mal, wie viele Ambossen wir da haben. Wie viel willst du haben? So und so, das kostet 12. Andersrum, vielleicht ein bisschen billiger. 5. Ja, 5 schmeckt mir. 5 nehmen wir. Ey, überleg mal. Stelle von 5 einfach 12. Warum ist es über doppelt so teuer? Nur weil es man falsch rum reintut. Pass auf, in die Kiste packe ich einfach mal ein bisschen Holz, Fäden, da oben. Da oben ist gut Platz für Fäden. So, jetzt haben wir das können wir so lassen. Das wollen wir reparieren und dafür wollen wir mehr Eisen haben. Genau, das war's. Wir könnten ja eigentlich auch mal da hinten in die Höhle einen Blick werfen. Wo war sie denn nochmal? Da oben war ihr von der Höhle. Da, ist es, ist sie es? Oder war die doch weiter dahin? Ist egal, weißt du jetzt? Wir gucken einfach. Wir machen uns auf den Weg. Haben wir doch Zeit aller Welt, oder? Mehr oder weniger. Ich meine, die Ferien sind vorbei, oder? Osternferien sind um. Jetzt müssen wir wieder Schlag reinhauen, oder? Kann ich ja nicht den ganzen Tag immer noch auf der faulen Haut liegen oder so. Naja, okay. Zugegebenermaßen, für mich ist jetzt gerade erst noch Ostersonntag. Weil am Ostermontag hätte ich nämlich überhaupt gar keine Zeit zum Aufnehmen. Da sitze ich wieder am Lenkrad und habe da so einen Wohnwagen hinten dran und dann machen wir doch ein bisschen in den Urlaub. Deshalb muss ich jetzt noch mal ganz schnell hier was. Was denn? Ganz schnell machen wir hier gar nichts. Wir machen das hier ordentlich. Die Jungs sind auch alles. Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Ihr habt gesehen, wie er despawned ist, oder nicht? Wenn ich den das jetzt alleine gesehen habe. Oh, da hinten sind sie. Das sind schon wieder ganz viele. Komm, lass dich nicht ablenken, Kekse. Da willst du doch gar nicht hin. Oh, komm mal, jetzt ein bisschen zäh hier das Wasser, oder? Da kommen wir durch. So, und dann auf in die Höhle da hinten. Wieso läufst du so langsam, Kekse? Du kannst das schneller. Was ist hier? Warum ist hier ein Loch?
Will ich das wissen? Warum ist da noch ein größeres Loch? Ist hier noch mehr Löcher? Das einfach hier reinfällt, da fließt das Wasser hier rein. Okay, das wollen wir. Wir wollten Eisen haben. Okay, schauen wir mal, ob denn in dieser Höhle, in der wir noch nicht waren. Okay, guck mal hier. Den Tintenfischen geht's noch ganz gut hier. Die sind doch alle ganz knusper, oder? Sagte er und guckte ihm beim Sterben zu. Was ist denn nicht mit. Ne, komm, halt dich da nicht mit. Auf, Kekser. Das bringt nichts. Das lernst du eh nicht mehr. Das hier lernst du aber auch nicht, oder? Warum kommst du hier nicht hoch? So. Also, jetzt mal jetzt. Ich habe natürlich nicht viel Material mitgenommen, ne? Ich hätte ja vielleicht ein bisschen was an Holz mitnehmen können. Ich habe die Reisewerkbank vergessen. Kekser, wie doof kann man sein? Warte mal, wir können auch eben kurz runter oder hier hoch, egal wo. Mal eben einen Baum mitnehmen. Oder ein Stück vom Baum. Nur ein bisschen Holz. Ich wollte hoch, nicht runter. Da ist noch ein bisschen Kohle. Hier waren wir noch nicht. Oh, pass auf. Mit dem Schnee habe ich nicht so gute Erfahrungen. Also Kohle ist genug hier, ne? Ja, das ist aber nicht das, was wir suchen, Kekser. Wir suchen Eisen. Hier ist schon der Schnee, pass auf. Ist jetzt der einzige Baum. Da hinten auch. Gehen wir da rum. Oh, der klärt schon so schön. Wir wollen eigentlich in den Sommer. Da wollen wir keinen Schnee. Hier ist aber nur mal Schnee. Pass auf, wir nehmen einfach ein bisschen was mit. Die Axt hat ja auch jetzt schon nicht mehr allzu viel Potenzial, oder? Ist okay, das reicht. Für eine Werkbank sollte das reichen. Warte, warte, da war der Kling, oder? Guck mal, ein Freund von Basti und Schweini. Wenn wir gerade hier sind, lass uns eben noch einen zweiten mitnehmen. Nur so zur Reserve. Nicht, weil wir drei Tage lang in der Höhle bleiben und dann haben wir kein Holz mehr dabei. Das wäre ziemlich doof. Ne? So. Wir mal eben einen Blick gehen, werfen die. Oh, oh. Ich glaube, der Rechner muss jetzt rechnen. Ja, da hinten ist Ende der Welt. Ja, ne? Da war doch keiner, oder? Da will auch keiner hin. Hm. Ich könnte ja zumindest mal eben kurz mal schauen. Was ist das hier? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Schnee. Ich möchte jetzt hier nicht einsinken. Das ist, Was ist denn das da hinten? Das ist, ein großer Wald. Ein mächtig großer Fichten. Braucht man noch schwarze Pferde? Nee, gerade nicht eigentlich, Kekser. Wir wollten Eisen holen. Was ist da? Erde? Bisschen da in die Richtung gucken. Wieso ist denn das da abgeschnitten hier so? Das muss so. Das ist alles in Ordnung. Das kann man so machen. Da hinten sind wir noch nicht gewesen. Wir könnten eigentlich noch viel weiter laufen. Ja, aber dafür wäre gut, wenn du gut ausgestattet wärst, ausgerüstet wärst. Und das ist jetzt gerade nicht der Fall. Stimmt. Deshalb gehen wir jetzt erstmal zur Aufgabe, die wir machen wollten. Nicht wieder nur ablenken. Das ist ja Effizienz 3 und die kann auch... Oh, noch 9 Mal. Die sollte ich vielleicht tatsächlich mal eben auf Seite tun. Eine kurze Reisewerkbank. Dahin. Nur mal eben zur Reserve. Kurz eine Axt craften. Kann ja nicht sein, dass ich hier die Axt gleich kaputt mache. Was denn? Ich bin doch gleich in der Höhle drin. Da werde ich schon begrüßt. Okay. Das dahin, das dahin. Hunger habe ich auch schon. Oh, gut, dass ich mir ein bisschen Brot gemacht habe. So, dann lass uns mal eben... Nee, hier. Jetzt nicht ablenken. Habe ich da gerade was gesehen? Nein. Du hast nichts gesehen, Kekser. Du weißt sowieso nicht, wo du was sehen sollst. Weil von hier aus habe ich auch noch nie auf dieses neue Bauernhaus geguckt, oder? Dann wollen wir mal eben von hier aus ein Foto machen. Guck mal, wie schön das da unten aussieht. Ist doch weit weg, oder? Können wir da eben, warte mal, ranzoomen und dann ein Foto machen? Nee, nicht von dem Turm, von dem Haus. Oder von beidem. Ja, so ist gut. Komm, reicht. So, jetzt müssen wir erst eben gucken. Da sind wir an der Kohle vorbeigelaufen. An der anderen Kohle sind wir ebenfalls vorbeigelaufen. Und wenn es da draußen dunkel wird, ist egal, gehen wir jetzt in die Höhle. Haben wir denn genug Fackeln dabei? Definiere genug. Ich meine, wir haben ja... Pass auf, wo war jetzt der Eingang? Der muss dann in dieser Richtung liegen. Ja, das kommt gut hin. Da ist er. Du hast es gleich geschafft. Kekser, das ist gar nicht so schlecht. Oh, pass auf. Wenn wir noch ein paar Fackeln brauchen, können wir ja eben diese Kohle hier mitnehmen, ne? Das ist eine Idee. Bietet sich gerade an. Oh, da schmeißt einer das Wasser. Was ist denn das jetzt hier? Ey,
Du hast den Berg kaputt gemacht. Du hast eine Gebirgsquelle gefunden. Das geht auch noch weiter rein. Das, ja, ich muss mal. Ach nee, komm jetzt. Also, wenn ich hier hingehe, springst du dann da auf den Wasserfall, ne? Tschüss, schönen Tag noch. Ja, und? Der hat funktioniert. Da ist auch noch ein Stück Kohle da unten. Ja, okay. Die ist sowieso nass, die brennt nicht mehr. Oh, jetzt brenne ich gleich. Pass auf. Du gehst mal eben zur Seite. Darf ich mal eben hier in Ruhe rein? Ach, Mann. Das war eben kurz hier. So, hier ist der Ausgang. Bisschen beleuchten, damit ich wieder weiß, wo ich rauskomme. Oh. Mal eben kurz Wegweiser. Kohle und Kohle. Ja, ich möchte aber ein bisschen Eisen hier. Ach Mensch, nee. Was ist denn hier schon? Pass auf. So, und dann gehe ich hier rum, dann macht der Bumm und dann habe ich Platz. Genau. Jetzt war die Fackel da wieder dran. Diese klappt doch. Wie heimlich geübt. Hier kommen wir nicht durch. Müssen wir mal eben den Kopf einziehen. So, dann können wir wieder durch. Und dann finden wir wieder Kohle. Warum finden wir so wenig Eisen? Ja, Kekse, weil du es einfach nicht drauf hast. Dann gehen wir einfach tiefer. Wir sollten aber aufpassen, wie schnell wir wie tief gehen. Da, oh. Wir kennen den Weg, ne? Nicht so wirklich. Pass auf. Das bietet sich hier als kleine Treppe an. Was war das denn? Irgendwelche Bildfehler? Ich finde keine Bildfehler. Okay. Das wird jetzt dunkel hier, deshalb machen wir da die Kerze wieder dran. Oh. Nicht an den Kies kommen, Kekser. Jetzt mal nur so eine Idee. Da ist der Eisen. Ich wusste da hier, wo Eisen finden werde. Früher oder später. In dem Fall vielleicht ein bisschen später. Ach komm, toller Ehrgeiz. Hier müsst ihr allerdings so einen kleinen Absturz sich herummachen. Komm ich da dran? Vorsichtig, ein bisschen. Da kommen wir dran. Guck mal. Als wenn wir das gewusst hätten, dass wir Steine brauchen. Haben wir natürlich ein paar abgebaut. Ja, macht durch solchen Höhlenaktionen durchaus Sinn, ne? So. Dann können wir dann da das Eisen mitnehmen. Oh, pass auf. Da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du da nochmal eben kurz das Loch zumachst. Nur so als Idee. Zwei Stücke Eisen. Das meinst du jetzt nicht ernst? Das kann ja auch wohl nicht wahr sein. Okay. Dann nehmen wir zwei Stück Kohle mit. Aber jetzt mal ernsthaft, ich will auch jetzt nicht nur die ganze Kohle. Also Kohle wäre ja nicht. Ist ja nicht schlecht. Haben wir ja auch noch einiges nötig. Immer wieder mal. Aber Eisen wäre mir ein bisschen lieber. Da laufen wir weiter, komm. Dann können wir da wieder ein bisschen was mitnehmen. So. Wie geht's denn hier weiter? Da mal eben kurz so ausleuchten. Da. Bislang ist schon wieder fast zu friedlich hier, oder? Oh, da ist wieder Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Okay, lass dich nicht ablenken von dem Eisenkekser. Das Kohle. Dann. Da oben ist ein Loch. Da geht's auch weiter. Und da ist noch mehr Eisen. Okay, lass uns eben kurz ein bisschen ausleuchten. Ein bisschen nach links und rechts gucken hier. Und dann fangen wir erstmal ein und nehmen das da mit, wo wir angefangen haben. So, da. Da ist sogar was drunter versteckt. Ist ja fast wie Ostern hier. Na, Ostern ist jetzt vorbei. Also, für die anderen, für dich jetzt quasi. Oh, da ist noch ein bisschen mehr. Ja, das war schon okay. Das kann man so machen. Oder? So, jetzt ist die Frage, wie viele Steine wollen wir da wieder hinsetzen? Damit wir da vernünftig rein und rauskommen. So, das ein bisschen hier angleichen. Unser Dorf soll schöner werden. Schöner. Dann hänge bloß kein Spiegel auf, Kekser. Ja, das ist aber auch wieder gemein hier. Das ist das Problem, wenn man von seinem eigenen Ich gedisst wird hier. Das ist nicht schön. Ja, hast du dir selber ausgesucht, Kekser. So und so. Okay. Da ist der Weg nach draußen wieder. Den sollten wir uns merken. Wir haben ja ein paar Fackeln aufgestellt. Sollten wir wiederfinden. Hier könnten wir vielleicht noch eine Fackel legen. Ein bisschen mehr Beleuchtung wäre gar nicht so schlecht. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 14. Mann. Ich weiß, andere haben in der Zeit schon 1000 Stacks an Dias zusammengecraftet. Wir jetzt nicht. Ja, nee, war nicht unser Ziel. War nicht unser Motto.
Ich meine, jetzt mal ernsthaft, wir haben ja wirklich Zeit, oder? Warum muss man immer alles so durchrennen? Guck mal, da ist noch was. Meine, klar hätte ich auch gerne ein paar Dias mehr. Aber dafür muss ich ja noch ein paar andere Sachen machen. Und wir wollen ja auch noch die Rüstung ein bisschen aufpeppeln. Dann macht das natürlich auch Sinn. So, hier mache ich noch mal vorher eine Kerze dran. Ach, eine Kerze. Das ist eine Fackel, Kekser. Kennst du nicht mal den Unterschied zwischen Kerzen und Fackeln? Ja, früher gab es ja gar keine Kerzen in Minecraft. Gab es nur Fackeln. Oh, oh. Wenn das so komisch da staubt, ne? Da gab es mal so komische Wühlmäuse. Oder wie nennen die sich? Die sind nicht gesund auf Dauer. Aber das ist auch viel. Da, ich wusste es. Da habe ich dann doch richtig gehabt. Pass auf. Die sind fies, die sind ganz fies. Ah. Ja, dieses Unkraut hier. Weg damit. Habe ich also doch richtig gesehen. Aber die. Ist ja noch einer. Geh weg. Bah. Was für ein Zeug hier. Jungs, ihr müsst mal dringend hier die Bude sauber machen. Was denn? Ist hier noch einer? Ihr hört das auch, oder? Ist hier noch einer drin? Also, ich beleuchte erstmal den Gang hier. Da ist noch ein Eisen. Da hinten ist noch mehr Eisen. Also die Höhle ist gut. Die ist super. Abgesehen von diesen komischen Viechern hier. Da ist noch mehr Eisen. Das war auch gleich mit dem. Wir sind. Das hört ihr auch, oder? Höre ich das alleine? Nee, Kekse, das hörst du alleine. Das ist vollkommen nur in deinem Kopf. Das wäre schlimm. Das wäre ganz schlimm. Ich mach nochmal so einen Stein kaputt. Nochmal so einen Stein kaputt. Okay. Die sind alle noch ganz lustig, die Steine hier. Ich hätte gerne das Eisen da noch. Was? Wo sitzt denn? Irgendwo ist noch einer von diesen komischen Viechern, oder? Sitzt er hier irgendwo drin, oder? Das macht einen schon kirre. Keine Ahnung. Vielleicht will ich das sogar gar nicht wissen. Das ist tatsächlich vielleicht die bessere Idee. So, da machen wir die Fackel wieder dran. Das ist ganz fiese Geräusche hier. Die braucht doch kein Mensch. Da ist aber noch immer noch ein Eisen drin. Da ist noch mehr Eisen dahinter. Ist denn hier noch irgendwas dahinter, was ich vielleicht noch finden sollte? Kekser, pass auf, wie viele von den Steinen du gleichzeitig abbaust. Das könnte sonst Stress geben mit diesen komischen Viechern. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier tue. Aber ey, als wenn wir uns schon mal Gedanken über gute Ideen gemacht hätten. Na, hier und da mal, vielleicht. So. Ja, ich will ja die ganze Kohle gar nicht mitnehmen. Ich habe nur geguckt, ob hinter der Kohle noch ein bisschen Eisen ist. So. Welcher von diesen Steinen macht so Geräusche? Welcher ist es? So, uns das jetzt noch interessieren. Nein, ich glaube, das interessiert sich. Dann sollten wir vielleicht dann schauen, wenn wir in der nächsten Donnerstag hier weitergehen. Vielleicht nehmen wir das neue mit. Nur so zum Gucken, was da drin ist. Okay, das. Ich weiß nicht, habt ihr Lust dabei zu sein wieder? Wenn es nächsten Donnerstag heißt, Kekser sucht den Ausgang. Nein, wir wissen doch, wo der Ausgang ist. Da hinten. Ich weiß noch nicht, ob ich das nächsten Donnerstag noch weiß. Ja, das ist das Problem bei dir manchmal, ne? Aber das werden wir sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und Chips mit Ups. Bis dann.